Es sind drei Themen, die die Märkte heute ziemlich stark beschäftigen dürften. Das eine ist der Handelskrieg nach der gestrigen Rede von Donald Trump. Das zweite ist das Impeachment-Verfahren, das heute mit öffentlichen Anhörungen auch durchaus ins öffentliche Bewusstsein so richtig kommt, wird im Fernsehen übertragen. Und dann haben wir natürlich die Rede von Jerome Powell vor dem US-Kongress, die natürlich auch nicht ganz ohne ist, auch wenn die Fed klargemacht hat, erstmal eigentlich die Füße stillzuhalten. Aber fangen wir mal an mit dem Handelskrieg. Wir hatten gestern ja diese Rede gesehen von Donald Trump, souverän vorgetragen, aber eben eine einzige Lobeshymne auf sich und vor allem seine Politik, teilweise nicht so ganz faktenresistent, wenn man da mal genauer hinschaut. Aber sei es drum, jedenfalls für die Märkte relevant, dass da nichts Konkretes in Sachen Handelskrieg war, nichts Konkretes, wie es weitergeht jetzt in Sachen Verhandlungen mit China. Auffällig war vielmehr, dass Trump nicht diesen üblichen Optimismus, den er immer wieder ausgepackt hat, hier verbreitet hat, indem er gesagt hat, naja, ein Deal ist ganz nahe, das war eher nicht der Fall. Vielmehr ziemlich scharfe Attacken wieder mal auf China, die hätten uns betrogen, hätten sozusagen das geklaut, was die Amerikaner, was eigentlich den Amerikanern zusteht, wieder dieser alte Sermon, statt eben zuzugeben, dass die Produktion in den USA zu teuer ist, weil die Amerikaner über ihre Verhältnisse leben, simple as it is, und dann geht die Produktion eben woanders hin, in dem Fall nach China. Derzeit geht die Produktion raus aus China nach Vietnam zum Beispiel. Das ist der Lauf der Dinge, nur die Amerikaner sind eben nicht bereit, diesen Lauf zu akzeptieren, weil sie sagen, da hat man uns was geklaut, etwas weggenommen. Aber wichtig ist, dass Peking reagiert hat auf diese Reden, und zwar in Gestalt von Hu Xixin, der gesagt hat, ja, wieder mal dieselben Lügen, die wir tausendmal schon gehört haben. Wir sehen da, dass also der Ton weiter sehr angespannt ist zwischen Peking und den USA. Und worum es geht, das hat heute das Wall Street Journal nochmal in einem Bericht gezeigt. Die Zölle sind es, die das ganz große Hindernis sind. Die Chinesen bestehen ja auf der schrittweisen Abschaffung der Zölle. Die US-Delegation sagt, nein, wollen wir eigentlich nicht. Wir versuchen erstmal alles rauszuholen, was geht, ohne direkt an die bestehenden Zölle ran zu müssen. Die Verschiebung der ab Mitte Dezember anstehenden neuen Zölle, da ist man durchaus bereit, darüber zu reden, aber nicht eben über die bestehenden Zölle. Und solange das der Fall ist, wird die ganze Geschichte schwierig. Auch das dämpft heute so ein bisschen die Risikolaune. Heute zum Beispiel ist der Nikkei wieder mal negativ, kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal der Fall war. Da muss ich waschen noch ein Teenager gewesen sein, also noch nicht so ganz lange her vielleicht. Dann haben wir nach wie vor die Riots in Hongkong, große Ausschreitungen. Praktisch die Stadt ist komplett lahmgelegt. Die Polizei sagt, die Stadt ist jetzt on the brink of a total breakdown. Die Stadt ist kurz davor, komplett zusammenzubrechen. Auch das natürlich ein Belastungsfaktor A für die Märkte und B natürlich auch für die Situation zwischen den USA und China. Aber kommen wir mal zu Donald. Heute werden diese zwei Anhörungen stattfinden. Einerseits Bill Taylor, früherer US-Top-Diplomat in der Ukraine, und George Kent, das war ein High-Level State Department Official. Beide werden eben sagen, was sie schon hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Und es geht ja um diese Verstrickung der Trump-Administration, um es mal so zu formulieren, dass man staatliche Organe ansetzt auf einen politischen Rivalen bzw. dessen Sohn, um den politischen Rivalen dann letztendlich zu beschmutzen. Das ist sozusagen des Pudels Kern. Und es ist nicht nur so, dass heute und am Freitag Anhörungen stattfinden, sondern das ist jetzt ausgeweitet worden auf nächste Woche. Alexander Windman ist mit dabei. Also viele Leute, die hier durchaus von Relevanz sind. Nächsten Dienstag, Mittwoch und Mittwoch wird es zu diesen Anhörungen dann kommen. Und das wird dieses ganze Impeachment-Thema, das Trump natürlich gestern mit keinem einzigen Wort erwähnt hat, natürlich sehr stark auch ins öffentliche Bewusstsein bringen und möglicherweise eben ein Belastungsfaktor sein. Und dann kommt noch dazu, dass jetzt Michael Bloomberg offiziell in das Rennen einsteigt. Er hat sich jetzt hier in Arkansas registrieren lassen, um sozusagen die Democratic Primaries zu bestreiten. Also hier ein ernsthafter Konkurrent. Donald Trump hat ihn als Little Michael bezeichnet. Dabei ist er alles andere als klein. Schauen wir uns noch ein paar Indikatoren an in Sachen Märkte, wie es da ausschaut, überkaufte Situation, wohin man guckt. Und der McLellan-Oszillator, das ist im Grunde ein Indikator, der die Marktbreite anzeigt, indem man 19- und 35-tägige Durchschnitte
abzieht, klingt ein bisschen kryptisch, von der Advanced Decline Linie oder diese abgeleitet von der Advanced Decline Linie, also von der Anzahl der Werte, die steigen, Anzahl der Werte, die fallen. Gestern waren wir zum Beispiel negativ, was diese Advanced Decline Linie betrifft. Insgesamt keine Marktbreite, insgesamt sind es wenige Werte, die die Märkte so stark stützen. Und was haben wir noch hier heute Nacht? Hat überraschenderweise die neuseeländische Zentralbank die Zinsen nicht gesenkt, was alle erwartet hatten. Dementsprechend der Neuseeland-Dollar nach oben geschossen zum US-Dollar. Und ich kann mich erinnern, dass damals diese Kaskade von Zinssenkungen eingeleitet wurde aus einer ganz ähnlichen Region, nämlich aus Australien. Damals hat die australische Notenbank die Zinsen gesenkt. Das war dann der Auftakt sozusagen für diese komplette dovische Wende, die wir dann an den Märkten gesehen haben. Wenn jetzt auch eine asiatisch-pazifische Notenbank, nämlich diesmal Neuseeland, die Zinsen nicht senkt. Vielleicht ist das der Auftakt dafür, dass wir jetzt den Tiefpunkt gesehen haben in Sachen Zinsen, vielleicht auch den Tiefpunkt in Sachen Renditen. Und genau das würde die Märkte möglicherweise auf den falschen Fuß erwischen. Was haben wir heute noch? Die Verbraucherpreise. 14:30 wird interessant. Dann 17 Uhr die Rede Jerome Powell vor dem US-Kongress und die Impeachment-Anhörungen, das wird zu beachten sein. Was machen die Märkte aus der ganzen Story? Hier sehen wir den S&P 500, Charts von Capital.com bei 3084, damit unter der 3100er Marke, die gestern ja das erste Mal geknackt worden war. Wir sehen Dow Jones 27.643, sehen den Nasdaq, ähnliche Charts überall, 8245, also von den Tops ein bisschen runter, ohne einen großen Abverkauf zu zeigen. Der DAX dürfte sich halten bei 13.222 aktuell. Wir sehen, dass der Euro nach wie vor in Sichtweite der 1,10er-Marke kämpft, 1,1013. Wir sehen Gold, das sich so langsam aufschwingen kann, 1.462. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil, $56.60. Also, das könnte ein interessanter Tag werden, nicht nur wegen der Rede von Jerome Powell. Die musste letztes Jahr, by the way, wegen dem Government Shutdown abgesagt werden. Diesmal nicht. Was wird Powell sagen? Er wird sagen, naja, Kerninflation ist ein bisschen runtergekommen, aber zuletzt waren die Daten besser als befürchtet. Arbeitsmarktdaten, ISM, Dienstleistung. Wir haben die unbekannte Trump-Impeachment-Verfahren. Wie wird das wirken? Auch auf die Märkte. Wie stark wird es wirken? Wird es wirken? Und dann haben wir eben jetzt diese doch etwas stärkere Ernüchterung in Sachen Handelskrieg. Da sind ja die Deals mehrfach schon eingepreist worden. Aber es wird schwieriger, als die Märkte sich das erwartet haben. Wie schon so oft. Die Märkte aber haben das immer wieder ignoriert. Lernerfahrung eher gering ausgeprägt. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.